Arbeitsgruppe des D2L2, bestehend aus Forschenden der Fernuni Hagen und des DFKI. Wir bilden zusammen das AI Edu Research Lab unter Nils Pinkwart. Was wir heute vorstellen, ist ein Prototyp einer Software, der auf unserer Forschung basiert. Da fließt also unsere Forschung hinein. Wir nennen das Ganze das IFSI. Es steht für intelligentes Feedback für Studentenübungen oder Intelligent Feedback for Student Exercises. Das Ziel, das wir uns für das IFSI gesetzt haben, ist eine personalisierte Lernquiz-Erzeugung mit hoffentlich hilfreicher, das heißt präziser Ergebnisauswertung. Um 11:15 Uhr haben wir einen Teil unseres Teams wird einen weiteren Forschungsschwerpunkt von uns vorstellen. Da dürfen Sie gerne reingucken. Was wir im Moment haben, ist der aktuelle Stand, den wir vorstellen wollen, ist eine Prototyp-Applikation in Form einer Moodle-Aktivität. Was wir jetzt machen werden, ist einen Use Case vorstellen und Sie dürfen dann am Ende, das wird nicht lange dauern, also vielleicht maximal 5 Minuten, danach dürfen Sie diesen Prototyp testen und einen Teil dieser Funktion, die wir jetzt vorstellen, können Sie dann sich ansehen. Also den ersten Schritt, den Studenten machen würden in unserem IFSI, ist es ein Quiz zu generieren. Das heißt, Sie sehen so eine Übersichtsseite, was ihr bei der Folie auf der rechten Seite seht. Das nennen wir einen Quizfilter. Und da gibt es verschiedene Einstellungen, unter anderem die Anzahl der Fragen, dann das Question Pool, also der Pool von Questions, dann verschiedene Schwierigkeitseinstellungen, wichtige Konzepte, die Sie mit diesen Fragen und Übungen lernen oder untersuchen möchten. Dann erzeugt man das anhand dieses Filters und erhält eine Reihe von Fragen. Wir nehmen jetzt eine Frage als Test. Das heißt, wir untersuchen eine. In diesem Fall ist es eine Single-Choice-Frage direkt von unserem Prototyp. In dem Fall hat der Student also A gewählt. Das ist die richtige Antwort. Auf der linken Seite. Auf der rechten Seite sieht er das Feedback. Man kann sehen, also es gibt natürlich erstmal eine kurze Auswertung. Darunter neben dem Buch sieht man also ein sogenanntes allgemeines Feedback. Das ist vom Lehrer einstellbar. Das heißt, wir geben den Lehrern, die dieses Tool nutzen, es gibt also immer zwei Seiten, es gibt immer die Studentenseite und die Lehrerseite. Und die Lehrer haben natürlich viel Einfluss. Die können hier im Prinzip ihren präferierten Text hineinschreiben. Und darunter sieht man erstmal einfach nur die weiterreichenden Lerninhalte, weiterführende Lerninhalte, wo man praktisch eine Auflistung sieht von Recommendations, also Seite, Kapitel und der Studienbrief in dem Fall oder für uns allgemeiner, also das Buch oder die PDF, die verlinkt ist. Diese Links sind auch tatsächlich begehbar, das heißt, man betätigt sie und erhält die Ressource, die der Lehrer einen sehen möchte. Angenommen, der Student macht einen Fehler, das heißt, in dem Fall wählt er D anstatt A, dann erhält er entsprechend eine Meldung, was die richtige Antwort ist und eine präzise Rückmeldung bezüglich der gewählten Option. In dem Fall B und D, weil B die richtige Antwort ist und D die von ihm falsch gewählte. Das war eine Single-Choice-Frage. Aber in dem Fall haben wir hier eine Multiple-Choice-Frage, wo man das vielleicht noch besser sieht. Das heißt, er wählt diesmal eine richtige und eine falsche Antwort.
erhält eine Übersicht von den beiden. Das heißt, er bekommt also, weiß genau, welche richtig und welche falsch ist. Er bekommt wieder die allgemeine Rückmeldung und eine Übersicht der gewählten Optionen mit Hinweisen natürlich. Im Moment unterstützen wir die folgende Übungsform, also eine Kurztextantwort, einen Lückentext, eine Zuordnung, das heißt, das werden Sie im Prototyp sehen, dann natürlich wahr, falsch und die Einfach- und die Mehrfachauswahl. Aufgrund von unserem Algorithmus und dem, ja, unsere Infrastruktur können wir unseren Algorithmus auf verschiedenste Übungsformen ausweiten. Wir sind also nicht auf diese eingeschränkt. Die oben stehenden Übungsformen können Sie allerdings gleich einsehen oder testen. Eine weitere Funktion für das IFSI ist die Übersicht der gelernten und erkannten Konzepte für den Schüler. Das ist etwas, was Sie noch nicht testen können werden in dem Prototyp. Aber intern arbeiten wir natürlich daran. Das heißt, Sie sehen hier auf der rechten Seite praktisch einen Baum von Knoten und jeder Knoten symbolisiert ein Konzept. Der rote Knoten ist das Zielkonzept, was der Student sich ausgesucht hat. Die grünen sind diejenigen, die damit direkt oder indirekt verbunden sind und die bereits gelernt wurden oder erforscht wurden. Und die grauen sind die unerforschten. Dieses Konzept können wir auch dynamisch, diesen Baum können wir dynamisch erzeugen und dem Studenten zur Verfügung stellen. Ja, das IFSI, vielleicht noch zu der Struktur. Das IFSI ist also eine eingebettete Applikation und wir können es auch außerhalb von Moodle einsetzen, zum Beispiel als eine Mobile- oder eine Desktop-Application. Okay. Wenn soweit keine Fragen sind, oder ich sollte erst mal sagen, gibt es Fragen soweit? Ton und Bild hakelt, okay. Okay, dann dürfen Sie sich gerne auf der folgenden Seite einloggen, also wählen Sie das auf Ihrem Browser und Sie können den dargestellten Namen und Passwort nutzen. Sie können sich aber auch, es ist ein Moodle, worauf Sie verlinkt werden, das ist unser Moodle, und Sie können sich da als Gastzugang anmelden oder auch, wenn Sie möchten, mit dem Namen Passwort. Das Namen Passwort können Sie im Prinzip ignorieren. Das ist einfach eine Folie, die nicht aktualisiert wurde. Und sagen Sie mir bitte Bescheid, ob Sie das sich erfolgreich da... Ja, das können wir machen. Ja, man kann es nicht aus der Folie rauskopieren, genau. Alex, I think people have problem to use their microphone to ask question. Maybe there's still 15 minutes left, so maybe you start to show the demo or the application. I can show the application, but this was actually, they can explore themselves. So this is the way I intended it to be. Oh, so we can just answer the questions, right? Yeah. Ja, okay. Also wir können jetzt auch gerne einfach alle möglichen Fragen beantworten und Sie können sich parallel
den Prototyp anschauen. Okay. Ah, ich sollte noch erwähnen, haben Sie, falls Sie Fragen bezüglich des Algorithmus haben, stehen Ihnen natürlich meine Kollegen zur Verfügung. Login klappt perfekt. Sie können sich aber auch die PDF runterladen, die Sie in der Content Library finden. Die stellt einen Auszug des Algorithmus dar. Alex, ist es vielleicht ein bisschen besser, dass du zeigst, wie man den Quiz in diesem Modo finden kann? Ganz kurz. Das kann ich auch machen. Ja. Schau mal Screenshare. Sag mir Bescheid, ob du das siehst. Sieht man das? Mein Screen? Ja. Okay, perfekt. Also ich melde mich als Gast an. Dann sehe ich hier die Übersicht, die mir sagt IFSE Demo-Kurs. Und dann klicke ich hier auf dieses Symbol IFSE. Dann auf Quiz zum Studienbrief. Und dann bin ich schon da. Ist Moodle eigentlich eine Ihnen bekannte Plattform? Ja, fast eine ketzerische Frage, aber okay. Ja. Es möglich, das Tool bereits zu nutzen, außer als Demo. Nicht öffentlich. Das heißt, wir arbeiten noch daran mit unseren Kollegen. Wenn Sie wirklich so ein Interesse haben, dann dürfen Sie uns sehr gerne anschreiben. Ah, das ist ein guter Zeitpunkt. Xia, vielleicht, Xia, maybe you can share your email address with the people if they're interested. Or, you know, some address that people can reach us. Yeah, actually, this will be application, but as Alex said, this is not public. So this will be used by Fairwuni University. There are students from there. Yeah, we try to build AI-based quiz generator based on student adaptive learning, so also to help to assist in their self-regulated learning. So that means every student take a quiz. So this quiz will be generated exactly for himself adaptively. Well, because we keep tracking his students' learning history, and we analyze their learning results. So every step we know how much the knowledge he grabbed. So every quiz generated exactly for that time for his knowledge level. So right now we already have a quiz tested. It is for course ID 3A, I guess. So so right now we also give the feedback regarding students' question answer. So this feedback also based on knowledge, so with semantic, with the actual learning material. Right now, I think our colleague already provides a guest account, so if you have interest, you can try that. Ich würde noch mal ganz gerne darauf eingehen. Gerade hat jemand gefragt, ob für was es eingesetzt wird. Im Momentan ist es fürs Selbststudium gedacht. Und wenn man so ein bisschen so einen Überblick bekommen möchte über das Projekt und inwieweit das dort, das IFSE insgesamt, in dem didaktischen Zusammenhang eingesetzt wird, kann man auch gerne bei uns in diesen virtuellen Ausstellungsraum gehen. Da gibt es auch ein Video zum Projekt, wo so ein bisschen die Hintergründe auch noch mal erläutert werden.
zu den einzelnen Szenarien, zu dem insgesamten Forschungsprojekt? Danke, Silke, guter Hinweis. Die Quizzes basieren auf Fragen, die Lehrende erzeugen können. Und eine KI baut daraus praktisch ein individuelles Quiz. So, we have currently, based on the knowledge, knowledge domain, to automatically generate the quiz, because at this moment we need to build such application. Then we, in the second step, we can use the deep learning, whatever, to do the second generator. But right now, based on knowledge, we can automatically generate the adaptive quiz for students. So yeah, there is a lot of like a digitalized the learning material, and also we track students' learning experience to evaluate their knowledge level. Then based on this, we generate the quiz currently. Yeah, I don't know. It's kind of like a Philip, I answer your question or not. Vielleicht kann man noch ein bisschen erzählen, dass wir gerade das mit den Studierenden auch testen. Das kommt also gerade in den Einsatz in diesem Semester. Und wir sind ganz gespannt. Also wir haben so zwei Durchläufe, die wir für dieses Semester angesetzt haben, und werden das jetzt testen und hoffen dann auf ein gutes Feedback von den Studierenden, auch in der Hinsicht, dass wir dann gucken können, okay, wo geht's weiter, in welche Richtung müssen wir noch weiterdenken. Actually, this quiz is not for testing students. It's kind of like assistant student when they do when they're learning. For example, they have self-regulated learning. When they finish some part, they want to test what they how good they learned. Then they can use IFSC to generate exactly the quiz for themselves, the current level. As you already see at the beginning, our colleague showed the filter. So based on the filter, you can generate your own quiz to test at this level how much how good your learning is. So the first innovation we did in this IFSC is we separate the current quiz and their quiz options, so into two bigger pool, and separate them, then we can dynamically create a personalized quiz for each for every student. So when the student use IFSC, this is exactly personalized adaptive quizzes for them. So I see another. Ja, vielleicht würde ich hier einfach kurz einsetzen, Char, weil das ist, was machen die Lernenden vor und nach dem Quiz? Also momentan ist es so, dass es ja die an der Fernuniversität in Hagen, es ist so, dass die Studierenden Lernmaterial, also die Studienbriefe nach Hause bekommen und dort das Material bearbeiten und dann gleichzeitig in Moodle betreut werden. Und da gibt es auch immer diese Möglichkeit, Quizze einzusetzen, und die sind momentan dann auf einer extra, also dieses AI-Quiz, was wir dann jetzt gerade hier testen, gibt ihnen also die Möglichkeit, dort ihren Wissensstand zu testen und für uns diese, ich sag mal, Usability zu testen. Wenn Ihnen das, Frau Dietrich,
erstmal reicht. Ich hoffe, ich habe Ihre Frage richtig verstanden. Where do you see the advantage? I think AI, we try to create a smart assistant for students when they study. So I think the AI here is kind of like when a student study. So there is an AI assistant. Every step, the AI will tracking what you learned, where you are, how good you are. And then at this moment, he will provide you some like assistant quiz to let you test your knowledge. And in the feedback, we also suggest you from here where you should learn next step. So I think the advantage AI is kind of like you have like assistant during your self-learning. And this assistant is smart, and this assistant know where you are, how good you are, and where you should go next step. So I think this is the AI we want to build. Ich kann auch ein konkretes Beispiel geben. Da wir momentan in unserer Datenbank nur 20 Fragen haben, dann geben wir jetzt für jeden Student eigentlich fast gleiche Quiz. Aber wenn wir später in der Zukunft mehr Fragen haben, dann können wir die Studenten unterschiedlichen Quizfragen bieten. Und einen Algorithmus haben wir eigentlich auch schon implementiert, das heißt dynamisch Quiz. Das heißt, nur die erste Frage von einem Quiz wird erstellt, ganz am Anfang. Und nur nach der Beantwortung von der vom Studenten, ja, stimmt oder teilstimmt oder total falsch, dann wird automatisch nach AI-Algorithmen die zweite Frage erst erstellt. Das heißt, genau nach dieser Status vom Student, wie die AI ganz dynamisch erstellt. Und das passt beim Lernen und kann die Studenten bestimmt gut motivieren, weil wenn ganz am Anfang man sehr viele Fragen so gegeben, die eigentlich gar nicht richtig gut passen, dann vielleicht hat die Studentin keine Lust mehr. Aber wenn man so wirklich Schritt für Schritt weitere Fragen gut anbieten, dann kann die Studentin bestimmt ein bisschen mehr Interesse haben und dann die Quiz bis zum Ende schaffen. Okay, Philip, you always have good questions. So at the beginning, we discussed with our partners, actually, it's very difficult to really get collect existing data. That's why the first step, we built our IFSE. So this IFSE, basically right now, we focus on the digitalized learning materials. So that's why we are able to tracking on each learning object the information about that. So based on the first version of IFSE, then we can start to collect the student learning information. Then based on that, we will to improve our intelligent feedback. But right now we focus on to build the knowledge base to break down to the digitalized the learning object. And also to focus on how to use student answer to evaluate the student learning with their competence level. So this is the first step we build. Then later on, we will collect the student learning data. Then the deep learning neural network will be used to improve this quiz generator.
And also, I think there is another question. Yeah, Julia. Yes, we have a feedback report, but anytime, so you can review what the quiz you already did, and for each question, and because we want really accuracy. Get the accuracy to really locate where the students, where you did wrong, where you got it right. So we want, that's why we give a feedback to each quiz option. So from the option, you get a feedback. So if you did something wrong, then we will recommend you to correct your knowledge by learning what kind of content. If you got the question right, then we will recommend you from this question where you can go further. Wunderbar. Ich glaube, wir sind ziemlich pünktlich jetzt auf 10 Uhr. Insofern würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen als SpeakerInnen bedanken. Und wenn weitere Fragen aus dem Publikum da sind, können Sie auch jederzeit über die Plattform und über den Chat noch an unsere SpeakerInnen herantreten. Genau, insofern vielen Dank. Ich werde jetzt die Session dann zumachen und hoffe, Sie alle irgendwie im Laufe der nächsten Tage auch nochmal wiederzusehen. Dankeschön. Danke auch. Danke. Danke. Auch von mir, Dankeschön.